Jo, und damit herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge Let's Play World of Warcraft. Da kannst du auch mal komisch aussprechen. Nee, waren wir stehen geblieben, immer noch auf dem Weg ins Schattenhochland. Durch Ogrima mussten wir ein bisschen was für den Kriegshäuptling hier erledigen, mal so ein paar Sachen testen, ob das alles funktioniert. Und was haben wir hier in der Tiefe? Ach Quatsch, haben wir eigentlich jetzt die neue Quest bekommen von ihnen? In Ashara müssen wir. Wir müssen nach Ashara. Ashara liegt ja eigentlich relativ um der Ecke, deswegen fliegen wir da jetzt mal so hin. Das Level Door lässt ja nicht mehr lange auf sich warten, ne? Dann sind wir schon auf dem Weg nach Pandaria. Das ist schon echt Wahnsinn. Und wir haben ja die meiste Zeit nur in Hyal verbracht. Das ist, wow. Ich dachte eigentlich, wir sehen ein paar mehr Gebiete, aber... Gut, sie müssen einen Flieger zurück. Ich glaube. Jo, fliegen wir. Ich kann fliegen, ich fliege um drüber. Windreiter von Ogrima, Fliegerstaffel unterwegs da. Die haben mich jetzt alle ja schon zwei, dreimal abgeballert tatsächlich. Also vom Mount geholt. Als wir irgendwas hier erledigen mussten. Und für die Allianz auch interessant. Man muss ja nur höher fliegen als die, wo sie ihn nicht erwischen. Oder für die Horde besser gesagt. Auch. Geht das gleich auch. Ach, dahin? Oh Gott. Oh Mann. Hätte ich vielleicht doch mal Paddings fliegen sollen. Naja. Ein Eichhörnchen. Müssen wir durch. Ach, wenn ich hier Ashara sehe, werden so Erinnerungen an unser Let's Play Review von damals wach, weil da haben wir uns ja auch hier durchgeprügelt in Rollenspielmanier. Das war interessant. War lustig. Man muss ja alles ein bisschen genauer kommentieren. War cool. Spaß gemacht. So. Da sind wir gleich da, sind wir gleich da, sind wir gleich da, sind wir gleich da, klar sind wir gleich da. Ab aufs Wasser. Da liegt der Milgip hier. Ich glaube, da kommt man ja, wenn man die Goblin-Startreihe-Quest gemacht hat, glaube ich, am Ende an. Oder? Ich glaube ja. Bevor es dann weiter nach OG geht. Geil, 10 Erfahrungspunkte. Wäre lustig, wenn man mal genauso noch 10 Erfahrungspunkte bräuchte, ne? So, lass mich mal den anzeigen. Tipp, 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 tipp. Wir haben es gleich geschafft, Freunde, wir haben es gleich geschafft. Und dann geht's hoffentlich ins Schattenhochland. Endlich. Aber ich glaube, ja. Irgendwie kommt mir da gerade was bekannt vor. Ich glaube, ich habe das schon mal gemacht. Fliegen wir mal da direkt hoch. Zu Killrock. Ne, Kriegsfürst Krok. Killrock, ja genau. Thrallhor. Was, eine Nachricht von Vol'jin? Ah, ich wusste, dass wir irgendwann seine Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Wenn das mit den Verspätungen überhand nimmt. Habt ihr schon mal mit den Goblins gearbeitet? Ständig gibt es Zusatzkosten. Unsere Schiffe sind zur Hälfte fertiggestellt und die Luftflotte ist in alle Winde verstreut. Wenn diese Invasion stattfinden soll, werde ich eure Hilfe brauchen. Es war eine gute Idee, die Truppen in diesen pulsierenden Goblin-Metropole einzuberufen. Jedes Laster, das man mit dem Gold kaufen kann, ist nur eine Armlänge entfernt. Unsere mächtigen Veteranen sind völlig zügellos und hauen ihren über Jahre mühsamen Norden verdienten Sold auf den Kopf. Die Stadt droht zusammenzubrechen. Könntet ihr durch die Stadt streifen und die fahnenflüchtigen Nachzügler einsammeln? Meine Krieger, der Axtbeißer, sind auf dem Schlachtfeld unschlagbar. Aber ich lasse nicht zu, dass sie ihren Uniformen während ihres Landgangs Schande bringen. Na klar. Für die Horde. Ein Soldat kann sich in der Stadt wie dieser viel Ärger einhandeln. Sehr viel Ärger. Hellschrei erwartet seine Armada von Schiffen für einen Einmarsch. Aber die Arbeiten hier hinken zum Zeitplan um Wochen hinterher. Die Kosten sind himmelhoch und die Qualität erbärmlich. Das Problem hier ist Korruption, Shadow Warlock. Und ich brauche euch, um dieses Übel auszumerzen. Kleiner
das ist eine kleine Sache am Rande, die haben ja das Ganze umgescriptet tatsächlich auf Vol'jin. Außer den Satz hier, da steht noch Hellschrei. Die Feindbrecher, ein Kriegsschiff, das am nordwestlichen Pier liegt, sollte schon vor Tagen ausgestattet werden. Da ist etwas faul. Geht dorthin und überwacht den Bau selbst. Findet heraus, wer unsere Schiffsvorbereitung unterbricht und setzt denen ein Ende. Na klar. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Ihr seid also ein großes Tier. Hier auch der Hellschrei. Ich habe Hellschrei persönlich garantiert, dass seine Luftflotte diese Woche fertig wird. Aber unser Flaggschiff, die Speer von Durutar, hat immer noch kein Haupttriebwerk. Fleep hat mir letzte Woche ein niegelnagelneues Triebwerk versprochen. Geht zu ihrem Schrottplatz hinter der Bank und findet den Grund für die Verzögerung heraus. Die Luftflotte erwartet uns, Shadow Warlock. Na klar. Macht bloß keine Dummheit! Ich hab nichts Besseres zu tun, als eure Arbeiten zu erledigen. Ihr könnt mich mal. So, du bist. Ja, ja. Ich bin froh, dass ihr mich erwischt habt. Ich komme im Auftrag meines Meisters Kalik. Er benötigt eure Hilfe. Sucht ihn unter der Brücke in den Slums so bald wie möglich auf. Kalik? Lasst mal wieder von euch hören. Kalik ist hier. Aha. Aha, aha, aha. Cool. So. Hier, der zum Beispiel. Ja, du besoffener Penner. Sehr wohl, meine Dame. Oh. Sowas hört man ja gerne. Du bist keiner von denen, du bist auch keiner von denen, du bist auch keiner von denen. Du siehst komisch aus. Schnell! Ach, du bist eine Stahlmeisterin. Sorry. Ich wollte sie nicht belästigen. Kneipe. Da finden wir auf jeden Fall jede Menge. Kneipenschlägerei direkt. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Okay, das waren jetzt mal 4 Leute mit einmal. Finde ich gut. Gucken wir mal in der obersten Etage noch nach. Alles klar. Irgendwelche Ogre hier, Orks hier. Hi! Kann ich noch nicht wirken? Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. So. Ist ja auch cool. Achso. Ich dachte, da passiert jetzt so was Cooles. Gut! Weitersuchen. Ein paar Orks brauchen wir noch. Seid ihr wieder gespawnt? Nein, natürlich nicht. Hätte sein können. Okay, Kalik müssen wir noch treffen. Und am Schrottplatz müssen wir noch hin. Oh Mann. So viel zu tun. Jetzt versuche ich hier gerade die Orks, die hier überall rumschleichen sollen angeblich. Schön so ein Hafenstädtchen, ne? So. Hi! Schnell! Fleep wischt sich das Gesicht ab und verschmiert sich dabei gehörig die Wange mit Schmieröl. Was? Der Kapitän hat was gesagt? Sie schwingt bedrohlich ihre Rohrzange. Es ist seine Schuld, dass dieses Monstrum von Triebwerk verspätet ist. Es war der Kapitän, der darauf bestanden hat, dass die neuen Triebwerke in Induktionswurfe lang haben. Oh Gott. So etwas wurde noch nicht einmal erfunden. Ich habe Smooth damit beauftragt, einen Induktionssofenlang auf Basis von gestohlenen Zeichnungen der Venture-Kompanie, oh Gott, Lispin ist anstrengend, zu entwerfen. Endlich ist es ihnen auch gelungen, ein funktionierendes Modell zu bauen. Doch jetzt, wo er das Samopholang hat, ist er vor lauter Macht ganz berauscht. Er schleift es in der ganzen Stadt mit sich herum wie ein Besessener. Versetzt Smooth eine Tracht Prügel und snappt euch mein Snaffolang. Oh Gott. Macht euch vom Acker! So, wir dürfen also noch jemanden verprügeln. Schön, hier gibt es noch einen Flugpunkt. Ich brauche noch Orks. Du bist ein Ork. Auch wenn du ein Flugpunkt-Typ bist, aber du bist ein Ork. Ich brauche Orks, Die chillen auch meistens sowieso in der Kneipe, oder was hier? Die Bank. In den ich nicht reinkomme. Hallo? Gibt es hier Orks? Sieht aus wie so ein altes Pfandleihhaus, ey. Gut. Nicht fündig geworden. Wir brauchen immer noch 6. Dann müssen wir noch so einen Typen verprügeln. Da hinten da. Oh, da sehe ich noch welche feiern. Wie, hier wird gefeiert. Wird hier bescheuert. Okay, die haben sich direkt ergeben und fangen an zu flennen. So muss das sein.
Wer hier ist der Beste? Schlägerei, Schlägerei. Okay, die haben sich alle freiwillig ergeben. Aber einer fehlt jetzt davon. Eigentlich hätten es 11 sein müssen. Egal. Nee, Quatsch. Doch. Dann sind da hier bestimmt in der Kneipe auch noch welche drin. Also, hier gibt es viele Kneipen. So eine richtig schöne Kneipe. Okay. Keiner drin. Der Koch sah ein bisschen schmierig aus. Da will ich nicht essen. Hier schlagen sich welche. Wenn wir dazwischen gehen. Kann ich mal was ohne Stress laufen. Wunderbar. So, jetzt muss ich noch den Typen finden, der hier irgendwas durch die Gegend schleift, ne? Ach, hier sind jede Menge. Ja, ich vorhin gleich gesehen. So, wo ist der Nappel, den wir suchen? Kalek untersucht Rumpf der Feinbrecher. Meldet euch bei Kommandant Horak. Funktionsmoor verlangen. Ist er das? Nee, es sind Dockarbeiter. Großknecht. Großknecht. Was für ein Knecht. Ah, den finden wir noch schon. Gehen wir erstmal die Quest ab. Ich sehe uns diese Folge immer noch nicht im Schatten hoch und das ist ja echt ätzend. Hi. Na. Dies sind die Blaupausen für die Feindbrecher mit allen noch so kleinen Details. Ihr dreht um und wendet die Dokumente und versucht die Notizen, Bemerkungen und Korrekturen zu entziffern. Es ist offensichtlich, warum die Feindbrecher im Zeitplan hinterherhinkt. Alle zwei Tage nimmt ein Großknecht Änderungen an der Blaupausen vor. Am beunruhigendsten sind die letzten Änderungen. Den Arbeiter wurde befohlen, Nieten zu entfernen, um Kosten zu sparen. Okay. Ihr solltet einen der Bilger Wassergroßknechte finden, die dafür verantwortlich sind, und ein Exempel statuieren. Ansonsten kommen noch Mitglieder der Horde wegen der fehlerhaften Schiffe ums Leben. Alles klar? Also mal so ein Großknecht vermöbeln. Machen wir mal. Ich häng fest, ich häng fest. So. Ich suche auch immer noch den Typen, der hier irgendwo rumsteppen soll. So, ich habe Großknechte vorhin hier hinten gesehen, jede Menge. Wehe, ihr seid jetzt nicht mehr da. Raus damit! Nein! Oder war das hier oben? Da ist so ein Großknecht. Hey! Was gibt's? Was ist los, Hexenmeisterin? Bei den Docks sagt man, dass man auf Baustelle herumgeschnüffelt habt. Ich bin froh, dass ich euch helfen konnte. Diese Zauber ist noch nicht bereit. Okay, einfach mal so ein Großknecht in den Fetzen. Aber gemacht. Jetzt brauchen wir noch den anderen Typen. Der hier soll ja auch irgendwo noch rumstreuseln, ne? Aha. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Ich glaube, er hatte ein weißes Unterhemd an. Die können überall in der Stadt sein, das ist ja das Schlimme. Er soll das Ding ja irgendwie hinter sich her schleifen. Nun, spuckt es aus! Schnauze. Bin ich blöd blind? Oder war das Zischzindel? Was? Hexenmesserlehrer. Ah. Sind hier die Lehrer? Okay. Bin auch schon gar nicht mehr in die Zone drin. Was ist denn das? Verschwendet nicht meine Zeit!
erarbeitet? Hier irgendjemand anquatschbar? Ja. Bleibt wie ihr seid. Hey Puppe, was geht? Was ist das denn? Das ist er. Na. Vielen Dank, Trottel. So, und ab dafür. Kalleck müssen wir auch noch quatschen. Meine Fresse. Zu tun. Kalleck war ja irgendwo unter dem Dock. Gucken wir gleich mal. Artikuliert euch vernünftig. Smooth ist ein hervorragender Ingenieur. Ein Samofolag. Achso, ein Samofolag kann aus 30 Meter Entfernung töten, wenn die Redaktionskalifraketen falsch ausgerichtet sind. Ausgezeichnet. Ich sollte das Triebwerk noch in dieser Stunde samofolakiniert haben. Halt einfach die Fresse, bitte. Oh Gott. Dieses neue Triebwerk ist extrem schnell und gefährlich. Ich würde es brisant nennen. Genau so mag der Captain es. Rennt schnell den Hügel hinauf und sagt ihm Bescheid, dass ich dieses Sätzchen jetzt einbaue. Und er sich auf der Baustelle mit niemandem treffen soll. Seid vorsichtig da draußen! Na klar, wenn du da hast, dann machen wir das natürlich auch. Da ist Kalleck. Chef der Blue Dragons. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich muss mich für die Geheimnistuerei entschuldigen, aber es ist ungeheuer wichtig, dass ich von gewissen Individuen nicht gesehen werde. Ich bin nämlich ziemlich in der Klemme und mir sind eure Taten in letzter Zeit aufgefallen. Hört euch an, was ich zu sagen habe, helft mir und ich werde dafür sorgen, dass ihr angemessen belohnt werdet. 4 Silber. Dein Ernst? Mein Bruder und ich werden gejagt. Unser Vatertier wurde kürzlich getötet und der schwarze Drachenschwarm hetzt diejenigen von uns, die noch am Leben sind. Ich bin hier, weil ich Azurigos finden und in Sicherheit bringen will. Aber er macht es mir nicht leicht. Azurigos hat nicht viele Freunde und sein diesbezüglicher Geschmack ist ein wenig ungewöhnlich. Der einzige, den ich hier in der Gegend kenne, ist ein Morlock mit Namen Ergul. Ihr solltet ihn an der Küste nordöstlich von hier finden. Tut, was immer vonnöten ist, um Azurigos zu finden und schickt ihn zu mir. Bitte beeilt euch. Nö. Das Schicksal der Welt stand auf dem Spiel. Hast du mich gerade... Ich kann auf dem Wasser wandeln. Wow. Och, dein Ernst. Ey, wir kommen ja echt noch lange nicht weg, habe ich das Gefühl. Ich verstehe das nicht. Ich will doch nur ins Schattenhochland. Wenn das so weitergeht, habe ich das hier vorher fertig. Da baue ich da nicht mehr hin. Dich doch auch nicht mehr hin. So. Weil dann ruft Pandaria. Mokra. Ein Soldat kann sich in einer Stadt wie dieser viel Ärger einhandeln. Jo. Danke, Shadow Warlock. Die meisten meiner Soldaten haben sich bereits zum Dienst gemeldet. Einige leider etwas lediert. Wege, Wässer, Nächte sind lang. Ein frischer Kampf in Schattenhochland solltet ihr ihre Disziplin jedoch wiederherstellen. Jo. Kraft. Also haben sie versucht, bei den Produktionskosten zu schummeln. Völlig inakzeptabel. Ich bin froh, dass ihr ihnen ein wenig Verstand eingeprügelt habt. Wenn dieser Großknecht sein Wort hält, ist unsere Flotte rechtzeitig für unsere Invasion seetauglich. Seid sicher. Schön. Ein wenig Vorlaut, hä? Mein Luftschiff hat Triebwerke. Endlich. Jetzt können wir uns wieder in die Lüfte schwingen. Sobald die Boden- und Seetruppen bereit sind, werden wir den Himmel über den Schattenhochland in Brand stecken. Was auch immer ihr braucht. Ich habe gerade eine Nachricht aus Urim erhalten. Der Kriegshäuptling will, dass wir bald ausrücken. Wir wären nicht dazu in der Lage, wenn ihr uns nicht geholfen hättet. Der Plan sieht vor, dass die Luftflotte sofort aufbricht und die Marine soll kurz darauf folgen. Höllschrei wird die Luftflotte begleiten und hat ausdrücklich verlangt, dass ihr mit uns kommt. Keine Zeit zu verlieren, geht zur südlichen Endhaltestelle der Raketenbahn hier in Ashara und meldet euch bei Fritz Bodendreh an. Ihr werdet mit dem Zeppelin kommen, um euch abzuholen. Ja. Jetzt will ich mal kurz wissen, ist das mit Kalleck? Streckung und Erpressung haben wir alles im Programm. Ist das eine niedrigstufige Quest? Ich glaube ja. Deswegen macht die auch so an sich keinen Sinn. Okay, dann werden wir jetzt wenigstens noch mit den letzten Sekündchen, Minütchen, die wir haben, ins Schattenhochland düsen. Damit wir wenigstens einen kleinen Erfolg verbuchen können. Jetzt hätte ich fast nur mit einer niedrigstufigen Quest weitergemacht. Gruselig.
Fette Kanone auf jeden Fall. Damit kannst du bis nach... Wir sind jetzt auf Kalimdor, bis nach östliche Königreiche ballern. Top. Ah, schön. Geht ja endlich mal ein wenig voran. Dann gucken wir mal, was genau jetzt passiert. Erstmal müssen wir uns ja anmelden. Wer weiß, ob die nicht auch noch Aufgaben für uns haben. Ja, der Steinriese da hinten, sie guckt mich komisch an. Bring ihn vorher um. Ihn und 10 andere. Und dann sammle sein Knie. Von jedem ein Knie. Dürfen wir noch ballern? Was geht ab? Noch eine Hexenmeisterin wie? Von eurer Sorte wollen gerade sehr viele ins Hochland. Hier unterschreibt den Entschädigungsverzicht. Was? In Ordnung, ihr seid also bereit. Wartet hier, bis Captain Kratz den Zeppelin gewendet hat und begleitet dann die Luftflotte. Admiral Steinfaust erwartet euch beim Hafen in Drachmals. Okay, jetzt müssen wir warten, bis der Zeppelin hier angekommen ist. Was? Trifft in einer Minute ein. Ah ja. Oh, ist ja wie auf den Bus warten. In Berlin. Was soll ich mir schnappen? Ein Fallschirm? Die machen mir Angst, wenn was sie da reden. Sollen wir echt warten? Wo kommt denn der Zeppelin? Zeppelin. Ich sehe noch keinen. Was? Was labert ihr? Ich werde verpasst. Was beim Sturm des Hochlands. Hä? Jetzt mal ehrlich, sind hier irgendjemand ein Zeppelin? Ah! Zeppelin. Ich wollte gerade sagen. So, hier muss ich ja glaube ich nichts weiter machen. Das Ding fliegt einfach los. Nordend-Musik auf dem Zeppelin. Cool, cool. Gut, dann das nehmen wir wenigstens noch mit. Dann haben wir wenigstens einen kleinen Erfolg, wie gesagt, verbuchen können. Und ihr so? Kämpfen, Schatten hochland, ja? Na ja. Musst du noch von riesen Knien sammeln. Alle Mann zu den Fallschirmen! Was? Kurs Richtung Osten. Volle Fahrt voraus. Wir stoßen dort auf die Hauptflotte. Ich hab kein, Fallschirm. Da gibt's einen Gratisflug in, die östlichen Königreiche, ne? Gucken, ob wann der Spawnpunkt einsetzt. Ich hoffe nicht erst am Ende da. Auf jeden Fall hier sollte man nicht schwimmen gehen. Wenn sein Leben lieb ist. Wie ihr seht, da unten diese ganzen Seeminen. Ich weiß nicht weiter. Fliegen. Hallo. Was? Was? Hallo? 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 Ah, okay. Ich dachte gerade, wo ist der Rest der Truppe hin? Entschuldigung? Ja, hörst du mich? Was? Nee.
Kannst du nicht mit mir reden? Okay. Hm. Okay. Wo ist denn die Luftflotte eigentlich? Die Seeflotte? Warum bin ich hier alleine? Irgendwie ist es gerade ein bisschen seltsam, ich weiß auch nicht wieso. Sind wir gerade im Arati-Hochland? Habt ihr gesehen, diese Zwillingdrachen, die da plötzlich mal ganz kurz im Bild waren auf dem Schiff vorhin, bevor der Ladebildschirm kam? Ganz strange. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben was verpasst. Auf jeden Fall machen wir gerade einen sehr geilen Flug mit. Gefällt mir. Was aus, wenn wir alleine sind? Hinsetzen kann ich mich auch nicht. Schade. Das macht Mut. Ah, Schattenhochland. Ich glaube, wir müssen hier hinten ankommen. Ist ja noch ein bisschen. Flieg schneller. Komm, tritt in die Pedale. Finde ich ja sowieso geil. Komm, strampel richtig. Da ist noch Kapazität. Hm. Okay. Es ist so ruhig, das ist so echt pervers ruhig, oder? Da sehe ich die Allianzflotte. Was ist denn hier los, ey? Angriff auf Hammerfall. Jetzt sind wir ja im Arati-Hochland. War ich hier krass verbuggt? Nee, eigentlich nicht. Ich soll die Luftflotte begleiten und ich sehe nicht ein einziges anderes Schiff. Wir sind hier alleine, das ist keine Flotte, das ist für mich ein Schiff. Oh ey, das kostet aber jetzt echt Zeit. Steppe Dämmerwald? Was? Ich habe das Addon gekauft. Das müsste eigentlich da sein, die Karte. Ah, Schattenhochland. Wir sind gleich da. Hier auf dieser wunderschönen nebligen Insel. Da ist eine Flotte. Wir sind mal wieder die letzten. Toll, weil du so langsam strampelst da vorne. Lande doch endlich. Warum fliegst du so tief? Hä? Was macht die? Oder geht's da vorne hin? Hä? Alter, was wird das? Flieg mal ordentlich. Okay, der Steuermann ist weg, aber flieg ordentlich. Hafen des Drachenmals. Da wollen wir hin.
Überreste der Flotte? Warum Überreste der Flotte? Ja, irgendwie ist das gerade nicht ganz geheuer. Wir haben die Quest immer noch nicht komplett. Hä? Ich brauche ein Ziel. Was soll das denn hier los? Ich kann nicht. Ich kann. Jetzt kann ich fliegen. Aber jetzt ist das Luftschiff weg. Ich werd bekloppt. Also da hat irgendwas ganz und gar nicht hingehauen. Ja. Ja gut. Egal, Freunde, wir machen beim nächsten Mal weiter. Wenn jetzt, wenn es dann hier nächste Woche nicht, nächstes Mal nicht weitergeht, dann werden wir halt ein anderes Gebiet aufsuchen. Das ist jetzt echt ein bisschen blöde. Dann machen wir halt noch ein bisschen, nicht. Ashara oder so? Nee, nicht Ashara. Waschir. Gut, Freunde, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.